wäre Rio geil. Ja, das wäre richtig gut. Und endlich mal so ein richtig reales Spawn, Alter. Ich finde das gut, wenn man so in so einem Haus spawnt, weißt du? Das sollen sie auf der neuen Map machen, das wäre wirklich gut. Vielleicht Stronghold Server. Ach ja, Stronghold Server. Ja, und dazu war ja auch eine Umfrage auf deren Forum, das wollte ich dir noch erzählen. Hier, dass die halt das so machen wollen wie Black Ops, dass zweimal am Tag kommen Zombie-Wellen und überrennen einfach mal alles. Lol. Die werden immer stärker und ja, Black Ops halt. Das ist ja Zombie-Modus, hat er davon schon mal aufgenommen. Und genauso ähnlich soll das auch werden, dass da immer höhere Wellen kommen, die dann noch immer besseren Loot, also die Zombies droppen dann auch richtig geilen Loot. Mein, ich fänd's gut. Und wie sieht's da aus? Schon Muni gefunden? Ja, ich leer gerade die Zombies. Oder sie erledigen dich? Nö, nö, keiner hat, also mir hat noch keiner Schaden gemacht. Also ich ein Zelt. Ja, da liegt da was Gutes. Sandbarrikade. Sandbarrikade. Richtig geil, Hussus. Ne, auf Zeit was. Na ja, klar. Aber du musst unter an den Jeeps, unter den Jeeps, hinten drauf auf den Jeeps, musst du überall nachgucken. Das ist eigentlich ziemlich variabel, der Spawn da. Da liegt zum Beispiel wieder was. Boni hat er, okay, das ist nicht wirklich berauschend. Eigentlich ist es voll easy hier mit den Zombies, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe gar nicht, was die meisten haben. Also ich habe dagegen einfach nur, dass ich die Ausbeute dann nicht ganz so lohnt. Naja, das was man bekommt, ist für die Zombie-Zahlen relativ wenig. Muss er ja relativ viele Zombies töten. Und gerade gibt es ja im Vorsehen eine Umfrage. Das heißt irgendwie, wo sieht Singleplayer-Modus? Und ja, da wird gerade ein bisschen rumgelabert davon. Und da gibt es eine Umfrage und da heißt, wollt ihr den haben oder nicht? Und dann da steht sogar eine Umfrage, ja, will ich, endlich Cheater frei. Obwohl, eigentlich muss man sagen, Singleplayer-Wetten ist für die Cheater selber besser. Wieso? Das musst du mir jetzt erklären. Können sie selber cheaten, ohne eigentlich irgendwie gebannt zu werden. Ja, aber der Hintergrund des Cheatens ist doch eigentlich die guten Items haben. Und wenn du die guten Items schon so hast, weil du ja gar nicht cheaten kannst, weil du es ja nicht brauchst. Hast du? Was dann wieder der Sinn hinter zu cheaten? Ja, was willst du denn überhaupt noch cheaten? Items kannst du dir an sich ja nicht cheaten. Wer sich fragt, wer Evil the Cat in unserer Gruppe ist, den haben wir aufgegabelt irgendwann mal online und spielen seither mit dem. Ja, das sind Engländer, also Amerikaner sind das. Er ist einer von den wenigen Leuten, die in WoZ dann nicht direkt auf einen anderen draufhauen, sondern erst schreiben, ja, ob er so friendly ist. Erstmal so raushauen, ey, friendly, friendly. Davon gibt es leider viel zu wenig in dem Game. Das ich habe schon mal den Streamer gefragt, ob eigentlich schon mal wieder einer ankam mit, ey, I'm friendly. Und er hat gesagt, ne, hat er seit langem nicht mehr gesehen. Ich geh jetzt durch den Airplane gleich. Okay, ja, am Airplane musst du gucken. Im Airplane, im vorderen Teil eher weniger. Oben im Cockpit kannst du es komplett vergessen, da brauchst du nicht rein. Oder oben. Ja, ich gehe einmal von hinten einmal ganz durch. Ja, das ist am sinnvollsten. Kann zwar rechts und links denn noch was sein, aber meistens nicht. Meistens um Kisten herum.
Oder aufgessen. So richtig sagen. Plain. Was für einen Rucksack hast du dabei? Midi. Ja, das ist gut so. Vielleicht solltest du mal irgendwann eine Night Vision mitnehmen. Seht ihr. Weil dann kann man schon 5 Uhr. So, ja. Ja, es gibt jetzt auch seit neuestem, oder seit neuestem schon ein bisschen länger, Voice-over-IP in WASI. Funktioniert eigentlich relativ passabel. Außer, dass da einige meinen, Musikbots einfügen zu müssen in der Safe Zone. Ich nicht. Oh, ey Leute, ohne Scheiß, wenn man damit anfängt, ne, dann machen alle mit. Ja. Wie war das? Ich fange als erstes an überhaupt mit dem Musikbot. Also, ich habe als erstes überhaupt angefangen. Ja, hab ich ja. Ich war der Erste, der überhaupt ein Musicbot eigentlich so gemacht hat. So, dann habe ich bitte überall durch die ganzen Server rumgehoppt und das macht eigentlich jetzt jeder Arsch. Fängt man einmal an, dann machen alle anderen mit. Da merkt man. Aber die haben alle meistens so eine schlechte Qualität ohne Kack. Die nehmen, glaube ich, irgendwie ihr Mikrofon am Lautsprecher und dann ziehen sie einmal durch, aber... Pff. Oder singen das sogar noch selber. Oh ja, ich weiß noch, ich mach immer Gangnam Style, Alter, Gentleman, ja. Und die singen da alle mit. So nice war das. Köder muss doch gejaule von jetzt hinten. Ganz schön fett der Jet hier. Weil wäre ja nicht schlecht. Wenn sie jetzt die neue Map machen, weil neue Map bedeutet ja auch Autos. Zwangsweise, haben die ja versprochen. Wäre ja, die alle versprechen. Ja, ich weiß, aber ich meine an sich denke ich mir schon, dass sie es mit den Autos jetzt hingekriegt haben. Ich meine, wer weiß, wie verbuggt die rumfahren werden, aber... Fliegst du irgendwo also fest und liegen, bumm, Alter, 500 Meter weit weg. Oder fährst du so mit 10 km/h gegen einen Zombie, explodiert das Auto? Nee, das wäre. Na, irgendwie so, Leute. Wird schon mal was werden. Du warst richtig bescheuert. Ich hab's noch nie gesehen. Hat. Ja, also teilweise richtest du noch ein bisschen auf, dass die den Chat so du spam mit den ganzen Global Bans, die Leute bekommen. Ach, ich lache immer einen ab. Der ist gebannt. Den kenn ich doch. Dieser Wichser, ich weiß. Ah ne, man kann man sich immer totlachen. Sterben. Hing erst mal irgendwo fest. Mensch. Ja. Den erstmal angepult habe, wollen wir mal. Hier oben ist nix, sagst du. Gerade ein Liquid. Ich werde erstmal F-Fit richtig verkacken, Alter. Leckt ja schon hier hinten. Nur so Leute, der F-Fit ist eins der richtig fetten Spawns für die Zombies.
Toilette machen, bevor ich losgehe. Mehr Piss. Ja, ich müsste eigentlich wieder meinen PC aufräumen, wenn das richtig voll. Benni kann es überzeugen, also kann es beweisen, oder nee, beweisen nicht, aber er kann sagen, ja, stimmt. Ne, Benni? Achso. Ja, siehst du, stimmt. So bin wir da. Ja, stimmt garantiert, ja. Also PC aufräumen kann ich nur jedem empfehlen. Ja, es macht mehr Leistung. Ich könnte eigentlich auch den PC defragmentieren. Ich glaube, der wird auch ein bisschen helfen. Weil mein PC wurde noch nie defragmentiert. Ja, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Das hilft aber nicht so viel, als wenn du den ganzen Scheiß, in Anführungszeichen, die du eh nicht mehr verwendest, mal runterwischt. Also Rosé zum Beispiel kann ich runterschmeißen. Nein, ob ich meine, so Programme, die man, so Toolbars zum Beispiel, die man mit installiert bekommt, muss man jetzt nicht auf dem Rechner behalten. Habe ich gar nicht drauf. Ja, aber ich kenne da so andere Leute. Ja, die klingen einfach weiterfällig. Ja, normal. Gut, ne? Und dann wundern sie sich, warum sie zugespammt werden und deren Browser so lahm ist. Ja, starten sie einmal Internet Explorer, weil da wird hier alles mit installiert, und starten sie einmal Internet Explorer, pff, das ganze Ding ist voll. Internet Explorer ist das sehr anfällig für. Irgendwie der schlechteste Browser, den ich je gesehen habe. Ja. Da meinst du so, Windows 8 Werbung Internet Explorer sieht geil aus? Nee. Im geringsten nicht. Hey, ich meine, eigentlich ist nur das Lied immer gut in der Werbung implementiert. Aber ansonsten ist nichts gut an der Werbung. Guck mal hier, Noten. Ich meine, das sind auch Marketingstrategien, die auch nutzen. Wir wollen ja auch nur möglichst viel Umsatz machen. Ich will das schon sehen, also ich sehe das schon, Stacheldrahtbarrikade. Wie, du bist schon da hinten? Du bist einmal über den Airfield gerannt? Nee. Ich bin vorne beim Essen. Healy! So, hier liegt schon mal ein 19er, glaube ich. Jo, ein 19er. Ohne Stacheldrahtbarrikade. So. Hallo. Ja, bei Airfield ist es extrem mit den Frame-Einbrüchen. Leider. Durch die hohen Zombie-Zahlen. Alter, die gehen erstmal unten rein im Boden. Zombies. Die werden immer kleiner. Ja, die Zombies im Airfield haben immer das Problem. Entweder sind sie zu groß oder zu klein.